Hallo und herzlich willkommen zurück. Hier ist der Robert. Ihr seid auf meinem Kanal gelandet und wir spielen Pillars of Eternity. In der letzten Folge haben wir diesen jungen Mann hier kennengelernt. Ich habe seinen Namen vergessen. Alot. Er ist ein Elf oder Elb oder irgendwie sowas. Und ich möchte jetzt hier als erstes mal eventuell doch nichts looten. Vielleicht haben die anderen Herren ja was dabei. Nee, die haben nur jeweils sehr viel Kleidung einstecken. Und ich frage mich gerade, was wir denn jetzt so machen können. Wir haben ja natürlich so einen Questlog. Vision und Geflüster. Das ist die, wäre die Finne, die Zwergenfrau aus dem Traum. Und ich müsste eigentlich mal irgendwie noch eine Uhr stellen. Aber hier ist gerade keine. Shit. Ah ja, dann machen wir halt Schluss, wenn ich der Meinung bin, es ist jetzt gut. Vielleicht schneide ich die Folge dann einfach in zwei Teile oder so. So, achso, ich wollte ja gucken, was es geht. Also, die Frau aus dem Traum finden. Entkommen aus den Ruinen, das ist eigentlich passiert. Ah ja, das ist hier noch aktiv, das ist jetzt bis jetzt passiert. So sieht's also aus. Dann haben wir die Quest Begrabene Geheimnisse. Durchsuche den Tempel und untersuche die Fehde. Da wäre ich doch als erstes mal dafür, dass wir uns mal angucken, was hier eigentlich los war dort bei diesen Bauern Dingsbums dann. Oder wir gucken uns dann vielleicht doch mal das hier an. Wäre ja eigentlich mal eine Idee. Wenn wir hier schon unten sind, dann gucken wir uns das an, was da unten los ist. Gucken wir mal, was mit dem jungen Mann, der da so verletzt rumlag, passiert ist. Dem geht es noch gut, wie es aussieht. Und wir gehen hier einfach mal rein und schauen, was uns hier so erwartet. So. Aha. Irgendwelche Figuren, die wir angreifen können. Das werden wir auch machen. Was hast du? Hast du irgendwelche Spezialangriffe, Freund? Du bist eher so ein Zauberer, ich verstehe. Und ja, und unser Freund ist ja eher der Nahkämpfer. Ah, das sind hier irgendwelche Geisterwesen oder sowas, die wir hier wegmachen müssen. Will-O-Wisp, Will-O-Wisp. Und hier hinten steht irgend so ein Typi. Unserer scheint jetzt hier gerade, dem geht's erstens... Uiuiui, da gibt's aber direkt fürchterlich aufs Gesicht. Achso, er soll angreifen. Ja, das wäre eine Idee. Wieso kann ich ihn nicht auswählen? Ach, es verwirrt. Na toll. So, was kannst denn du? Blendende Lichter, Flammenfächer. Die sind deutlich stärker, als ich es erhofft hatte. Können wir flüchten? Flüchten! Nicht weitermachen, flüchten. Ich kann nicht flüchten? Ach doch, unser Kollege hier, der muss natürlich auch noch mitkommen. Flüchten, flüchten. Ja toll, ich sterbe gleich und darf nicht flüchten. Ja, und bin jetzt verwirrt und das wird wahrscheinlich bedeuten... tot. Und Kollege, ja, super, die Gruppe wurde eliminiert. Okay, das hätten wir uns wahrscheinlich direkt sparen können. Dann lade ich direkt vom letzten Speicherpunkt nochmal. Das ist jetzt natürlich sehr ärgerlich. Zeigt mir aber, dass wir nicht annähernd genug Powerkraft, wie auch immer, haben, um irgendwie dort bestehen zu können. Das heißt, wir gucken uns jetzt einfach mal die Fehde an. Anstatt, dass wir uns hier nochmal darunter wagen. Weil das war ja eher suboptimal, was da bis jetzt so passiert ist. So, ich überlege, wo die Fehde war. Ich überlege, wo die Fehde war. Sehr schön. Die war hier irgendwo die Straße hoch, da unten ist der Schmied. Und ach, ich würde gern
Ah, hier so funktioniert es. Okay, ich kann mit den Pfeiltasten, kann ich dann doch verschieben. Da ist eine Kuh. Wer bist du denn? Ein Dörfler. Noch ein Dörfler wahrscheinlich. Ja, genau. So, wo war denn das hier? Wenn ich jetzt mal auf die Karte aufrufe, wo war... Ach, hier, da oben ist die Mühle. Hier bitte mal hingehen, Freunde. Ich weiß, es ist ein Stück, aber wir wollen ja herausfinden, was es mit der Fehde so auf sich hat. In der Hoffnung, dass wir nicht gleich wieder getötet werden. Hallo, gehen wir da mal rein. So, vor dir steht ein Elf, dessen ziemlich stämmiger Körper auf ein arbeitsreiches Leben schließen lässt. Sein Gesicht ist bleich und erschöpft, seine Augen weit aufgerissen. Hinter ihm tauschen ein Mann und eine Frau beide etwas jünger besorgte Blicke aus. Als du eintrittst, hebt der Müller eine Keule hoch, die in seinem schwachen Griff stark herumschaukelt. Raus mit dir, wenn dir dein Leben lieb ist. Moment, ich bin nicht hier, um jemanden zu verletzen. Oder Voraussetzung nicht erfüllt. Oder ich lasse mich nicht gern bedrohen. Nein, ich bin nicht hier, um jemanden zu verletzen. Der Müller zögert und senkt die Keule ein wenig. Wer bist du? Spannt Sveino jetzt auch noch Ausländer in seinen kleinen Kreuzzug ein? Um was ging es bei diesem Krawall da draußen? Ich heiße Robert, ich bin gerade erst in Goldhall eingetroffen. Ich dachte, du könntest etwas Hilfe gebrauchen. Diese Leute da draußen scheinen ziemlich wütend zu sein. Ich lasse mich nicht gern bedrohen. Wer ist Sveino? Oder ich gehe dann besser mal. Um was ging es bei diesem Krawall da draußen? Trumbull schüttelt den Kopf. Wo soll ich anfangen? Sveino hat sie fast zum Überschnappen gebracht mit seinem Gerede über die Getreidevorräte. Behauptet, ich hätte den Großteil versteckt. Mehr als das Getreide zu verkaufen, mache ich doch gar nicht. Ich kann es nicht aus der Luft zaubern, es umsonst unter die Leute bringen, kann ich auch nicht. Ich bezahle die Bauern für die Ernte, die sie mir bringen, und ich verkaufe das, was meine Mühle produziert. Das meiste Getreide wird zu Ale für die Schenke zum schwarzen Hund im Westteil des Dorfes, und daran haben Sveino und seine Leute gar nichts auszusetzen. Hast du auf deinem Weg zum Dorf mal einen Blick auf die Felder geworfen? Die Ernte ist verdorben und damit vielleicht auch das meiste von dem, was mir die Bauern bringen. Tumbel gestikuliert auf die Säcke und Beutel. Behälter. Es ist schlecht geworden, total durchgefault. Ich kann doch keine Spitzenpreise für verdorbenen Weizen zahlen und ich habe kaum noch genügend Getreide übrig, um über die Runden zu kommen. Sveino heult Dingen nach, auf die er kein Recht hat. Vielleicht sollte ich mich da mal mit Sveino unterhalten. Scheint mir eine ziemlich geradlinige Geschichte für eine chaotische Situation zu sein. Voraussetzung nicht erfüllt? Ich verstehe, ich habe noch andere Fragen. Vielleicht sollte ich mich mal mit Sveino unterhalten. Der Müller sackt fast vor Erleichterung zusammen. Ich wäre sehr dankbar, wenn du das tun würdest. Mir hörte er nicht mehr zu, aber vielleicht hast du mehr Glück. Sag ihr, dass wir alle deswegen schwere Zeiten durchmachen, dass wir alle Opfer bringen müssen. Wenn du ihn überzeugen kannst, werden wir dafür in deiner Schuld stehen. Okay. Schauen wir mal. Oh, wenn die Ladebildschirme nicht nur so ewig lang wären. Gut, dann reden wir jetzt mal mit Sveino. Die Frage ist nur, wo wir ihn finden. Also vielleicht in der Schenke. Oder ganz woanders. Vielleicht kann ich es ja auch hier nachlesen. Einige der Bauern... Ja, aber wo finde ich ihn? In der Schenke vielleicht? Wo ist denn die Schenke? Schwarzer Hammer. Da geht's nach Norden. Gasthaus zum schwarzen Hund. Freunde, lauft mal hierher. Wir möchten diese Fehde untersuchen. Achso, ich kann ja mit D den schnellen Modus aktivieren, damit die nicht so ewig brauchen, um dorthin zu laufen. Kommt euch und mir sehr zugute. So, guten Tag. Seid ihr, ist das ein Dörfler? Ist noch ein Dörfler? Ich würde gerne mit Sveinur oder Sveinur, Sveinur, wie auch immer, reden. Dörfler, Dörfler. Dörfler, Dörfler, noch ein Dörfler. Hast du was zur Fehde zu sagen? Hallo mal wieder, kann ich etwas für dich tun? Wir haben noch ein Zimmer frei und zu früh zum Trinken ist es nie. Du hast nur Haferbrei anzubieten? Ich habe das nicht entschieden, das kann ich dir sagen. Eigentlich war unsere Küche eine der besten im ganzen Durwald. Wir haben nur eine verdammte Pechsträhne, das ist alles. Dieses Jahr läuft es mit den Feldfrüchten sehr schlecht und uns gehen langsam die Vorräte aus. Ich habe Tenfrit zum Vorräteholen nach Norden hochgeschickt. Tenfrit ist unser Koch, musst du wissen. Ein wahrer Künstler am Herd und sein Braten ist himmlisch. Er hätte aber schon seit ein paar Tagen zurück sein sollen und bisher haben wir kein Lebenszeichen von ihm.
Sie seufzt wieder. Ich habe die Schenke auch gerade erst vom Vorbesitzer übernommen. Wenn er nicht mehr auftaucht, weiß ich auch nicht, was ich noch machen soll. Ich könnte versuchen, ihn für dich zu finden. Machen wir das doch mal. Wirklich? Ihr Gesicht strahlt. Ich wäre sehr dankbar, wenn du es tun würdest. Er reist durch das Talholz. Wahrscheinlich ist gar nichts Schlimmes passiert. Vielleicht nur ein gebrochenes Rad. Trotzdem mache ich mir Sorgen. Wenn du ihn sicher nach Hause brächtest, würde hier sicherlich jeder ein Loblied auf dich singen. Mein Haferbrei mag nämlich niemand besonders gerne. Gut, lebt wohl. Okay, wir müssen diesen Clown finden. Da ist er doch. Sveinur, Hallöchen. Ich weiß nicht, wer du bist. Und es ist mir auch ziemlich egal. Geh weiter. Wir sind nicht hierher gekommen, um mit Ausländern zu plaudern. Allot kneift die Augen zusammen. Vorsicht. Anscheinend sind sie aus demselben Holz geschnitzt wie diese Schläger, die mich angegriffen haben. Er rumpft seine Nase. Und sie riechen auch so. Trumbull sagt, dass du seine Familie bedroht hast. Ich habe dich vor der Mühle gesehen. Um was ist denn da gegangen? Ich gehe. Ah, wir gehen erstmal diesen Weg. Na, da hat aber jemand eine blühende Fantasie, was? Um was geht's denn hier? Darum, dass sich Trumbull für den Dorfkönig hält, nur weil ihm die Mühle gehört. Die Wangen des Zwerges zittern vor Wut. Es geht darum, dass er uns kaum was von dem Weizen abgibt, das wir ihm bringen. Und das, dann zieht er uns auch noch über den Tisch, wenn wir Getreide kaufen müssen. Es geht um Bauern, die Hunger leiden, während sich ein paar reiche Bastarde an ihrer Erde bereichern. Darauf läuft es doch verdammt nochmal hinaus und jetzt pack dich fort. Trumbull sagt, dass du seine Familie bedroht hast. Vielleicht könnte ich für dich mit ihm sprechen. Und was hast du hier drin dann verloren? Und wenn ich euch alle eine Runde ausgeben würde, würdest du dann mit mir reden? Das ist eine gute Idee. Sveinur zieht es kurz in Betracht, er schaut die anderen an. Also gut, bring uns was, mit dem wir unsere Kehlen von innen befeuchten können. Dann könnte ich gewillt sein, mit dir ein paar Worte auszutauschen. Hallo. Wie viel seid ihr denn? 3. Guten Tag. Hallo mal wieder, kann ich etwas für dich tun? Wir haben noch ein Zimmer frei und zu früh zum Trinken ist es nie. Ich hätte gern ein Zimmer, Helfer gebrauchen. Können Sie was zu verkaufen hast? Ah, ich würde gern den feinen Kerlen da drüben eine Runde ausgeben. Feine Kerle, jetzt nimmst du mich aber auf den Arm. Wenn hier noch mehr geschlägert wird, muss ich Sveinur endgültig Hausverbot erteilen. Die Schankwirtin runzelt die Stirn. Bis dahin kostet das 6 Kupferstücke für alle. Hier bitte. Also gut, hier 3 Krüge für die Narren. Auf sie dich bloß mit ihnen vor, das sind nämlich ziemlich temperamentvolle Kerle. So, guten Tag, wir haben Bier gekauft. Du schon wieder, was willst du jetzt noch? Ich habe Met mitgebracht. Met? Ha, je, tatsächlich. Bei der Flamme, ich hätte nie gedacht, dass ich mich über einen Krunk dieses Scheißbiers vom schwarzen Hund mal so freuen würde. Bei den Göttern, das ist gut. Na gut, ich werde dir zuhören. Was hast du uns denn Wichtiges zu sagen, was für eine Runde Met wert ist? Okay, was haben wir denn? Schau mal, den Müller zu bedrohen macht überhaupt keinen Sinn. Ihr habt ihn doch schon mit dem Rücken zur Wand. Vielleicht könntet ihr ein paar von den anderen Dörflern um Hilfe bitten. Vielleicht könntest du etwas mehr darüber erzählen, was hier vor sich geht. Voraussetzungen nicht erfüllt. Du bist ein gefährlicher Säufer und ich werde dich zur Strecke bringen. Ja genau, weil jemand, der gerne trinkt, der muss direkt verprügelt werden. So. Sveinur sieht dich einen langen Augenblick an, während er große Schlucke aus seinem Krug nimmt. Schließlich seufzt er, du hast recht. Wenn es so weitergeht wie jetzt, werden wir nur an diesem Baum da enden. Er schaut seine Kameraden an. Sagt Trumbull, dass wir ihn in Ruhe lassen werden. Hurra! Keine Ahnung, was wir angesichts des Ernteausfalls machen sollen. Sonst können wir uns kaum jemandem etwas dazu verdienen. Ob Pascal wohl ein bisschen Hilfe in der Schenke braucht. So, berichtet Trumbull, aber erstmal rede ich noch mit Pascal, ob sie vielleicht den Jungs helfen möchte. Hallo, mal wieder, kann ich etwas für dich tun? Wir haben noch ein Zimmer frei und zu früh zum Trinken ist es nie. Nein. Nein, nein, nein. Okay, dann gehen wir mal raus und dann quatschen wir erstmal mit Kollege Schnürschuh, dass wir die bösen Herren davon überzeugt haben, dass es nicht so cool ist, ihm einfach dauernd auf die Schnauze hauen zu wollen. Okay. Ich brauche Los Cartos. Ich brauche hier das da. Und dann werden wir da mal hinflitzen. Schneller Modus ist ja nach wie vor aktiv. Das passt mir ganz gut. Ist denn dieser Schatten hier auch aufgemalt? Das ist alles so Sachen, ne?
Weil der Schatten, der bricht sich ja hier korrekt an den Stufen, aber er sieht, das ist, also ist echt raffiniert gemacht mit der Grafik, muss ich echt mal so sagen. Okay. Hallo, Trumbull. Trumbull nickt kurz zur Begrüßung. Du bist zurück. Hattest du Glück bei Sveinur? Ich habe mit Sveinur gesprochen. Trumbull atmet tief. Und, was hat er gesagt? Ich konnte ihn überzeugen, deine Familie in Frieden zu lassen. Wie, echt jetzt? Das sind ja tolle Neuigkeiten. Ich war mir nicht sicher, ob du zu ihm durchdringen könntest. Die Hälfte der Zeit sind doch vor lauter Suff völlig von Sinn. Ich stehe tief in deiner Schuld. Hier, für dich. Er nimmt sich seinen Münzbeutel vom Gürtel und drückt ihn dir in die Hände. Die heutigen Tageseinnahmen als Zeichen meiner Anerkennung. Außerdem kannst du dir sicher sein, dass ich alle wissen lassen werde, was du für mich getan hast. Freut mich, dass ich dir helfen konnte. Behalte es, dir geht es schon schlimm genug. Was mehr kannst du dir nicht leisten, nachdem ich eine Familie gerettet habe? Okay, du kannst dir einen Ruf verdienen. Du kannst bei Gemeinschaften oder Fraktionen im östlichen Abschnitt einen gewissen Ruf besitzen, der sich darauf auswirkt, wie Mitglieder dieser Gruppe auf dich reagieren. Manchmal reagieren auch Freunde oder Feinde dieser Gruppen entsprechend auf deinen Ruf. Wenn du einer Gruppe hilfst, stärkst du deinen positiven Ruf bei ihr. Schadest du einer Gruppe, erhöhst du deinen negativen Ruf bei ihr. Du kannst bei einer Gruppe auch eine Mischung aus positivem und negativem Ruf genießen, wenn du ihr in gleichem Maße hilfst und schadest. Okay, weil wir ja nett sein wollen, darf er sein Geld behalten. Du hast eine edelmütige Seele, Freund. Und wir werden es dir danken müssen, dass wir es durch das kommende Jahr schaffen. Sichere Reisen und möge dir die Gunst der Götter. Mögest du die Gunst der Götter finden. So, da hätten wir schon mal eine Aufgabe abgeschlossen. So, wer bist du eigentlich? Ufdeen. Ufdeen hat uns gar nichts zu sagen. Aber wir könnten uns das hier hinten mal angucken. Was ist da denn drin? Getreide. Ja, nicht besonders viel, wie es ausschaut. Gut, dann gehen wir hier erstmal wieder hinaus. Dann hätten wir ja schon mal wieder eine Quest abgeschlossen. Super, gab es da jetzt eigentlich Erfahrungspunkte oder sowas für? Ich hätte wahrscheinlich mal rechts unten schauen müssen, ob und wie es Erfahrungspunkte gab. Was sagt denn mein Charakter-Screen? Oder hier, Nö, da steht nichts zum Thema. Aha, Rastbonus plus 1. Okay. Jetzt haben wir ja hier quasi schon mal eine Aufgabe erfüllt. Wer bist du? Ein Dörfler. Okay, was gibt's denn hier noch zu tun bei euch? Was ist das denn für ein Häuschen zum Beispiel? Hallo? Oh, die arme Aufra sorgt sich um ihr Kind. Geht's hier irgendwo rein? Tür? Oh. Erstmal was mitnehmen. Ja, was zu naschen. Für unterwegs. Ha, wer ist denn Aufra? Sehe ich das auf der Karte eventuell, wer Aufra ist? Straße nach Osten. Straße nach Süden. Aufras Haus. Ha, sehr schön. Da werden wir gleich mal hingehen. Weil ich habe da was läuten hören von und wegen, dass sich da jemand um sein Kind sorgt. Und... Ah, und dein Ruf hat sich verbessert. Jetzt steht es hier auch mal. Ah, Gruppe hat 40 Erfahrungen erhalten und Gruppe hat nochmal 258 Erfahrungen gehalten. Questerfahrung. Insgesamt 340. So, wer seid ihr, Kollegen? Zlox, der Thronräuber und Klink. Wer seid ihr denn? Hi. Oh, als du dich näherst, spürst du eine lebhafte Vergangenheit in der Seelenessenz dieses Mannes. Stimmen aus ihrer Vergangenheit scheinen nach dir zu rufen. Gucken wir doch mal. Zlox, der Thronräuber. Du siehst einen einzelnen Mann, der auf einem Feld steht. Er sieht sich um und begutachtet die Feldfrüchte. Hier und da beugt er sich nach vorne, um ein Blatt aus der Nähe zu betrachten. Er weiß, was er tut und er ist vollkommen auf seine Arbeit konzentriert. Dieser Mann nähert sich von ihm von hinten. Er bewegt sich langsam, tut aber sonst nichts, um sich zu verbergen. In seiner Hand hält er ein großes Schwert. Im Gebaren des Mannes kann man keine Arglist oder Feindschaft ausmachen. Vielmehr scheint er zufrieden zu sein. Der erste Mann hört ihn kommen und steht auf, wobei er sich von der Pflanze abwendet, die er untersuchte. Er beginnt zu lächeln und breitet seine Arme aus, um den herannahenden Mann willkommen zu heißen. Als ihm der zweite Mann aber das Schwert so durch den Magen rammt, dass es im Rücken herauskommt, gefriert sein Grinsen zu einer Grimasse. Als seine Arme langsam zur Seite abfallen, beginnt Blut vom Schwert und auf die Pflanzen unter den beiden Männern zu tropfen. Als der erste Mann auf die Knie sinkt und der zweite das Schwert herauszieht, rollt sein immer noch lächelndes Gesicht eine Träne langsam die Wange hinunter.
wegtreten. Und mit Klink kann man auch noch reden. Da ist der gleiche Seelenspaß nochmal. Du siehst eine kleine Gruppe von Leuten, die sich um die Ruine eines Hauses versammelt hat. Die Zerstörung erstrecken sich von dem einzelnen Haus auf das gesamte Dorf. Nicht ein einziges Gebäude steht noch und überall liegt Schutt herum. Einer der Männer beugt sich über etwas in den Trümmern. Es ist dieser Mann, aber jünger, eigentlich kaum älter als ein Knabe. Der Mann schüttelt den Knaben an der Schulter. Der Knabe macht kein Geräusch und er reagiert gar nicht auf die Störung des Mannes. Der Mann schaut zu den anderen Mitgliedern der Gruppe hinüber, zuckt mit den Achseln und will wieder zu seinen Freunden hinübergehen. Plötzlich setzt sich der Junge mit weit aufgerissenen Augen auf. Er krabbelt rückwärts von der Gruppe weg und sieht sich erschrocken um. Als die Gruppe gemeinsam auf ihn zugeht, stößt er einen Schrei aus und versucht sich noch weiter zu entfernen. Eine Frau in der Gruppe breitet ihre Arme aus und hält den Rest auf. Sie dreht sich vorwurfsvoll zu ihnen um und bedeutet ihnen, nicht weiterzugehen. Dann schaut sie wieder auf den Knaben auf dem Boden an. Der versucht, sich durch die Überreste einer Mauer zu drücken. Ihm scheint nicht einmal bewusst zu sein, dass er stehen geblieben ist. Die Frau geht mit ausgestreckten Händen langsam auf den Knaben zu und spricht mit leiser, beruhigender Stimme. Anfangs hört sie der Knabe gar nicht. Er schließt nur seine Augen und drückt sich gegen die Mauer, als ob er Schläge erwarten würde. Schließlich aber durchdringen die Worte der Frau seine Angst und er hört sie. Er öffnet seine tränenerfüllten Augen und starrt sie an. Sie streckt ihm eine Hand entgegen. Er scheint von dem Angebot verblüfft zu sein und blickt ihre Hand an, dann streckt er zögerlich die seine aus. Sie nimmt seine Hand in ihre und beugt sich nach unten, um ihm beim Aufstehen zu helfen. Okay. Interessant, dieses Seelengemache. So, und jetzt gucken wir mal hier rein, weil die junge Dame sich anscheinend um ihr Kind sorgt. Hallo, Aufra. Aufra. Eine Dürwaldfrau steht vor ihrem Herd und summt ganz leise eine Melodie vor sich hin. Oder vielleicht auch ihrem ungeborenen Kind, denn sie ist ganz eindeutig schwanger. Als du eintrittst, dreht sie dir leicht den Kopf zu. Naja, letztendlich begann ich zu denken, dass, als sich die Frau zu dir umdreht und sieht, klingt sie überrascht. Oh, Entschuldigung, aber ich habe jemand anderen erwartet. Sie lächelt dich vorsichtig an. Kann ich dir helfen? Ich bin gerade in Goldtal eingetroffen. Ich wollte mich einmal den Einheimischen vorstellen. Schöne Katze! Wen erwartest du? Ich werde dann besser gehen. Ich bin gerade in Goldtal eingetroffen. Warst du mit deiner Karawane unterwegs? Sie sieht dich hoffnungsvoll an. Vielleicht bist du zufällig mit der von Meister Odemar? War ich, ja. Ich fürchte, der Rest der Karawane wurde getötet. Das wäre ein bisschen, naja, dreist. Warum fragst du? Du kanntest Odemar? Naja, ich würde sagen, auch nicht mehr als die meisten anderen hier. Normalerweise kommt er nicht hier entlang, aber man sagt, er sei ein zuverlässiger alter Kerl. Sie hält in und runzelt die Stirne. Moment mal, warum sprichst du in der Vergangenheit? Es tut mir leid, aber die Karawane wurde angegriffen und nur ich habe überlebt. Aufra legt sich mit erschrockenen, aufgerissenen Augen eine Hand vor den Mund. Einige Augenblicke lang bringt sie nicht mehr zustande als ein ersticktes, wortloses Luftschnappen, während Tränen in ihren Augen schimmern. Ich wusste es. Ich hatte ihr gesagt, dass es gefährlich sei, diesen Weg einzuschlagen. Kaliska war sich immer so sicher, dass sie es mit jeder Gefahr aufnehmen könnte, Aufra schnieft. Oh, meine arme Schwester, es tut mir leid, Fremder, aber ich kann nicht glauben, dass sie nicht mehr lebt. Wenn ich sie nur nicht hierher gerufen hätte, wenn ich ihr nicht geschrieben hätte, dann wäre sie vielleicht irgendwo noch am Leben. Aufras Gesicht fällt förmlich zusammen und eine einsame Träne rinnt ihre Wange herunter. Warum hast du nach Kaliska gerufen? Kaliska erwähnte, dass du vielleicht Hilfe benötigen würdest. Vielleicht kann ich dir etwas unter die Arme greifen. Hör doch auf mit deinem Geschniefe. Wie willst du denn ein Kind großziehen, wenn du so schwach bist? Gibt es irgendwas, das ich tun konnte? Nein, wir nehmen das hier. Aufra schaut überrascht zu dir auf, bevor sie sich die Nase mit einem Ärmel betupft. Das ist ein nettes Angebot, aber ich weiß nicht, ob ich dir das aufbürden könnte. Es ist eine geringer Gefallen. Aufra wischt sich die Träne aus den Augen. Ich mache mir etwas Sorgen um das Baby, wegen des Vermächtnisses. Ich erzählte Kaliska so viel ich konnte, aber ich weiß nur, dass in Goldtal schon seit langer Zeit nur seelenlose Kinder geboren wurden. Lea. Es ist so vielen Müttern widerfahren und Fürst Redrik, der das ein Zeichen der Ungunst der Götter nennt, hat sie alle ins Exil geschickt. Sie zieht die Nase hoch. Da mein Hathor nun fort ist, weiß ich nicht, was ich machen sollte. Verlöre ich auch mein Heim. Ich hoffe, Kaliska könnte mir helfen.
Die Leute sagen, Ranga, die alte Hebamme, würde einen Weg kennen, um Hohlgeburten zu vermeiden. Vor 2 Jahreszeiten aber ist sie in den Süden nach Anslocks Kompass gezogen. Die Reise dorthin ist für mich zu weit. In meinem jetzigen Zustand kann ich sie nicht auf mich nehmen. Aber Kaliska ist jetzt nicht mehr unter uns. Aber da Kaliska jetzt nicht mehr unter uns ist, habe ich niemanden mehr. Weitere Tränen laufen ihr Gesicht herunter. Bitte, könntest du mir helfen? Ich werde Ranga für dich finden. So, haben wir noch Gütiger Wanderer, Goldpaket, Ritter, können wir alles nicht machen. Das ist aber ein weiter Weg. Was ist dabei für mich drin? Nee. Sollte ich jemals in diese Richtung ziehen, werde ich darüber nachdenken. Und mit Mehltätigkeit habe ich nichts am Hut, kümmere. Nein, ich werde Ranga für dich finden, denn wir sind doch ein braver. Ein ganz feiner sozusagen. Aufra blinzelt mit weit aufgerissenen Augen. Tatsächlich? Oh, die Götter mögen dich segnen. Hier, mit diesen Münzen kannst du sie bezahlen. Damit musst du sie nicht. Damit musst du dich nicht belasten. Ich glaube, es ist ein Getränk, das sie aus... Naja, ich bin mir nicht ganz sicher. Sollte aber nicht allzu schwer zu transportieren sein. Die Lagune im Süden nennen wir Anslocks Kompass. Um dorthin zu gelangen, musst du die Wildnis durchqueren. Genau das hält mich auch davon ab, es selbst zu probieren. Sie klatscht ihre Hände zusammen. Danke nochmal. Ich meine es ernst. Du wirst uns beide retten. Sie legt sich eine Hand auf ihren Bauch und lächelt durch ihre Tränen. Gib dich nach Anslocks Kompass und sprich mit Mutter Ranga. Gibt es hier noch irgendwas? Oh, ein Buch. Dieses abgenutzte, eselohrige Buch trägt den Titel Reisen auf dem Geldglasmeer. Darin befindet sich eine radierte Abbildung eines riesigen Leviathans mit Flossen. Was gibt's hier noch? Noch mehr Weizen. Ich möchte den Leuten nichts stehlen. Ich gucke noch, was sie haben. Zucker und Milch. Und da war's soweit. Okay. Eine Quest erledigt, 2 bekommen, wenn ich mich nicht ganz irre, ja. Diese hier und wir müssen ja irgendwie noch nach Norden, weil dieser junge Mann da verschütt gegangen ist. Aber hier wird es ja wohl noch mehr geben in dem Dorf. Wer bist du? Dörfler. Mhm. Okay, was haben wir denn hier noch? Hier ist noch so ein Dingsbums, Ion-Gretz-Haus oder so. Wie ist der Name? Ingroet. Irgendwie sowas. Aber da werden wir auch mal reingucken und guten Tag sagen. Erstmal schauen wir, was in dieser... Oh, Bier. Ale und Bier. Mhm. Aber wir gucken jetzt hier erstmal zuerst hier rein und fragen die netten Leute, ob sie... Ui, das sieht aber schon wieder wie ein Streit aus. Ingröt. Dieser Mann und diese Frau scheinen ein tiefgründiges Gespräch zu führen. Sie versuchen gerade, 2 prall gefüllte Taschen zu schließen. Als sie sich umarmen wollen, bemerkt die Frau dann näher kommen und hält inne, wobei ihr Lächeln etwas ins Stocken gerät. Jetzt mal ganz ehrlich, wenn jetzt hier jemand in meine Wohnung reinkommen würde, dann würde mein Lächeln auch gefrieren. Können wir dir helfen? Sie schaut ihren Gefährten an und legt die Stirn verwirrt in Falten. Kennst du diesen Mann, Nonton? Nonton hustet. Ja, ich glaube, wir haben uns im Talholz getroffen. Ich habe ihn vor dem Berg gewarnt. Er neigt seinen Kopf. Ich bin froh, dass du es geschafft hast. Willst du sonst noch etwas? Der ist jetzt in meiner Version einfach leicht angetrunken. Ihr beide scheint es aber eilig zu haben. Für Leute, die gerade einen Freund verloren haben, seid ihr beiden ja bester Laune. Gibt es irgendwas, das du mir über Goldtal erzählen könntest? Na, erstmal das. Ja, ich kann mir vorstellen, Ingrid lacht. Wir packen tatsächlich unsere Sachen für eine Reise. Ich wollte Trutzbucht besuchen und sie schaut Nonton an. Naja, ehrlich gesagt, habe ich die Schnauze voll von diesem Dorf. Nonton greift nach ihrer Hand. Es ist in der Zeit für eine neue Umgebung, sagt er. Gibt es irgendetwas, das ihr mir über Goldtal erzählen könntet? Ingrid lächelt schief. Nur, dass du so schnell wie du kannst weiterziehen solltest. Den Baum hast du ja wohl gesehen, oder? Der eigentliche Verfall reicht aber noch viel tiefer. Solltest du nach Arbeit gesucht haben, solltest du an jedem anderen Ort bessere Chancen haben. Wir selbst sind auch nach Trutzbucht unterwegs, fügte Nonton hinzu. Wir gehen. Auf Wiedersehen. Was ist das? Ist da was drin? Silber. Silber, Silber, Silber. Und hier oben? Diese Flasche Sonnenrettlikör ist halb leer. Ah ja. Und ein Buch. Der Dürwald, Teil 2. Mhm. Lesen wir doch mal das Buch vor, oder? Und das ist auch das Letzte, was wir in dieser Folge tun.
Im Jahr 2626 AI warf eine Gruppe von Bauern, die Ackerland schaffen wollte, versehentlich einen der uralten A3-Hinkelsteine auf ihrem Land um. Diese unschuldigen Versehen weckte den Zorn der Ureinwohner und führte zum Ausbruch des Krieges des zerbrochenen Steins. Im Verlauf des Krieges starben mehrere tausend Kolonisten und einige hundert Glanfatana. Nachdem der Krieg offiziell beendet war, setzten die Glanfatana noch 2 Jahre lang ihre Angriffe auf die Siedler mit unverminderter oder gar noch gesteigerter Aggressivität fort. Ihren brutalen Taktiken fielen unzählige Kolonisten, mehrere hochrangige Militärs, ein Graf und 6 Tains zum Opfer. Die Grafen wählten Graf Edrang Hadrea zum Gräf, um den glanfatanischen Angriffen ein Ende zu bereiten. Edrang war angesehen und galt als Meister der militärischen Taktik. Er hielt den Auftrag, die glanfatanische Bedrohung zu beseitigen. 2 Jahre lang bekämpfte Edrang die Glanfatana, die von einem Orlaner namens Rekt angeführt wurden. Keine der beiden Seiten konnte einen entscheidenden Vorteil gegenüber der anderen erlangen. Es kam zu einer angespannten Pattsituation. Ein bisschen weiter runter. Dieser Patt führte dazu, dass die Feindseligkeiten sich im Sande verliefen. Im Jahr 2361 unterzeichneten die Dürrwälder einen Vertrag mit den Glanfatanern. Rekt legte sein Amt nieder, die Glanfataner stellten ihre Angriffe ein und die Dürrwälder betraten die Ruinen nicht mehr. Der Vertrag erzürnte den Adel von Edir, da er den Nachschub an Artefakten versiegen ließ. Edrang versuchte auch die Sklaverei verbieten zu lassen, was ihm jedoch nicht gelang. Der Frieden zwischen den Dürrwald und El Glanfat war daher instabil und wackelig. Es kam immer wieder zu kleinen gewalttätigen Auseinandersetzungen auf dem Lande. Diese waren aber nie von langer Dauer, da keine Seite einen weiteren Krieg wollte. Und mit diesen Worten aus dem wundervollen Buch, Teil 1 des Krieges haben wir leider noch nicht rausgefunden, aber jetzt sind wir schon ein bisschen schlau, was die Hintergrundstory angeht. Und eventuell weiß unser Charakter jetzt auch ein bisschen mehr darüber. Hoffe ich zumindest. In diesem Sinne würde ich sagen, ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Kann sein, dass es wieder ein bisschen dauert. Es tut mir leid. Daumen nach oben würde ich mich sehr darüber freuen. Ich hoffe, es gefällt euch soweit. Schreibt was dazu, wie ihr das Spiel findet. Ob ich weniger vorlesen soll, mehr geht ja kaum. Ich lese ja bis jetzt alles vor. Ja, das war's auch schon. Bis dahin, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss, euer Robert.